So, meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von mir. Assassin's Creed Origins. Ja. Was soll ich dazu sagen? Ich habe mir das mit dem anderen Teil zusammen gekauft, und zwar Black Flag, das auch bei mir zu sehen ist. Und ich habe vorhin einmal kurz mal diese Entdeckungstour gemacht. Naja, kann man machen, ne? Muss man jetzt nicht unbedingt, wenn man halt was über die Geschichte und so erfahren will, wissen will. Klar, kann man es machen. Aber ich mache hier ein neues Spiel erstmal starten. Einfach, normal, schwer, Albtraum. Ne, ich mache auf normal, das ist gut. Halten. So, normal ist immer gut. Da kriegt man normal irgendwie Schaden und ja, Gegner sind halt nicht zu stark und so weiter. Also kann man das auf normal lassen. So. Das ist wohl immer wieder hier diese Matrix. Wie bei den anderen Teilen auch. Nur hier ist es halt ein wenig anders. Es geht schrittweise nach vorne, dann mal nach links, dann mal nach rechts. Ja. Aber jetzt geht's los. Viel Vergnügen. Ubisoft präsentiert. Du bist der Magi aus Siva. Ich dachte, die Magi wären die Beschützer des Pharao. Ich bin keinem Pharao verpflichtet. Siehst du das? Das ist doch mein Name, Nek. Wir werden dich finden. Wir werden dich finden, wenn du schläfst. Schlaf. Ich schlafe nie. Ich warte nur in den Schatten. Und ich werde euch alle töten. Jeden, der an diesem Tag dabei war, in Siva. Mein Herrn ermordet und mich für tot gehalten. Das war ein Fehler. Dein Herr war ein Mörder. Ich habe ihm die Treue geschworen. Das ist eine Frage der Ehre. Ich bin der Magi aus Siva. Dann bist du ein würdiger Gegner.
Ich nehme dir dein Leben, Magi. Ja, und damit herzlich willkommen. Wir müssen jetzt gegen diesen Typi da kämpfen. Ich räche meinen Meister, Rotjek. Ja, ich versuche mich schon seit langer Zeit zu bewegen, aber es geht noch nicht. Warum auch immer. Ich will nach vorne gehen, ich kann nicht, ich drücke alle Tasten. Wir haben keine einzige. Du stirbst an diesem einsamen Ort. Ja. Vergessen. Ich kann nicht nach vorne gehen, nicht nach hinten, nicht nach links, nicht nach rechts. Ich kann nicht schlagen, ich kann nicht rollen. Ich kann gar nichts machen. Ich räche meinen Meister, Rotjek. Hallo? Kannst du dich mal bewegen? Wieso bewegt er sich nicht? Ich nehme dir dein Leben, Magi. Ich verstehe es nicht. Ich drücke alle Tasten, die es gibt. Und er bewegt sich überhaupt nicht. Das kann ich da anvisieren, aber... Jetzt bewegt er sich. Alter, das hat aber gedauert, Mann. Du magst schnell sein, Magi. Aber ich bin stärker. Ach ja? Oh, der Boden hat gewackelt. Welch Ehre, gegen den letzten Magi gekämpft zu haben. Ich glaube, der Boden hält nicht mehr lange. Nein, nicht auf den Boden hauen. Ah! Einem von uns als Grab dienen. Ja, dir. Mögest du es sein. Nö, lassen wir die Waffen ruhen. Du bist keiner von denen, die ich töten will. Eine Frage der Ehre. Wir kämpfen bis zum Tod. So soll es sein. Zu Hause oder einfach so in den Land. Da bin ich nicht, ich bin hier. Au, da hat er mir auch mal einen mitgegeben. Aber wir sind stärker. Yeah. So. Wieso tragen? Ich will ihn doch nicht tragen. Ach, da liegt nur noch einer. Können wir hier die Dinger kaputt machen? Jo. Scheint aber nichts drin zu sein. Weg. Kein Ausgang. Okay, hier ist nichts drin. Und? Hier gibt es keinen Halt. Ich brauche einen Weg in einen anderen Raum. In einen anderen Raum. Tja. Gute Frage, ne? Vielleicht hier? Nein. Da nicht. Hm.
Da können wir uns nicht festhalten. Nee. Woran kann ich denn erkennen, dass ich da hoch kann? Okay, irgendwas haben wir noch mitgenommen. Lalala. Guck ich mal hier. Nee. Schade. Hier auch nicht. Wo können wir denn hoch? Wenn wir uns nirgendwo festhalten können. Da auch nicht. Nee. Das ist seltsam. Die Skarabäen müssen irgendwo herkommen. Ach so, ja. Na gut. Dann doch einfach mal so an die Wand. Da kommen wir nicht hoch. Hä? Die müssen irgendwo herkommen. Ja, von da unten irgendwo. Aha. Geheimgang. Oh, gibt's ja kein Licht. Wohl eher nicht. Ja. Und hopp. Hopp. Ja. Gut. Hep. Das wurde sicher schon vor vielen Jahrhunderten erbaut. Oh ja. Nee, so plündern. Na gut. Na, vielleicht kann man ja hier unten noch irgendetwas finden oder so. Haben wir hier was? Hier ist noch ein Gang. Die Reichtümer der Vorfahren. Plündern. Vergib mir, großer Amun. Aber das brauche ich. Ja. Oha. So viel Schatz. In einer Schatzkammer. Hier kommen wir, glaube ich, nicht hoch, oder? Doch. Plündern. Ich kann zwar nicht sehen, was da geplündert wird. Aber egal. Moment, hier ist auch was plündern. Darunter. Ja. Na dann hopp. So. Und plündern, was es auch immer sein mag. Hier ist auch so eine Schatzkammer.
So, so. Hopp. Nö, da können wir uns nicht dran halten. Seltsam. Okay, dann gehen wir jetzt da hoch. So, genau. Und hoch mit dir. Hep. Halt, da ist was zum Plündern. So, was haben wir denn hier? Ach so, das ist dann. Aha. Und wir springen. Hopp. 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 So. Da ist nix. Da ist auch nix, wie es aussieht. Nein. Hier ist auch nichts. Gut, dann gehen wir weiter. Da oben. Licht. Licht. Ja, ja. Und wie kommen wir da oben? Licht ist hin. Hm. Gute Frage. Hochklettern. Ah ja. So. Ja. Diese Wand. Ja. Okay, noch mehr. Gut. Soldaten. War ja klar. Aber die wissen bis jetzt noch nicht, wo ich bin. Die sind dahinter. Aha. Ja, ich war das. Hepzifer, pass auf! Bayer, bist du das? Das ist dein Hinterhalt. Ach was. Wem sagst du das? Da drüben ist er. Tötet ihn. Tötet seinen Freund. Ich kümmere mich um den Menschheit. Du solltest doch tot sein. Wieso? Und du etwa nicht? So. Der hat es verdient. Ich sehe, du hast neue Freunde. Sie wollten dir eine Falle stellen. Zum Glück war ich da, um dich zu begrüßen, hä? Es waren Monate. Du hast einen Bart, hä? Es war schon fast ein Jahr, mein Freund. Es fühlt sich gut an, rauszugehen und zu kämpfen. Ich bin aus der Übung. In Siva fügen sich alle den Soldaten aus Angst um ihr Leben oder Schlimmeres. Ich habe einen der Maskierten erwischt. Den Reiher. Noch vier. Komm, es war eine lange Reise. Du brauchst Ruhe. Ach nein, keine Ruhe. Erst wenn die Gedärme aller Maskierten in der Sonne schmoren. Götter, wie du mir gefehlt hast. Naja. Wo ist dein Reittier? Keine Ahnung. Ich hatte noch keins.
So, Freunde, es wurde gerade gespeichert. Und deswegen war, Alter. Gut. Ja, und deswegen, Alter, so eine große Karte. Deswegen sage ich jetzt mal danke, dass du dabei warst für die erste Folge. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Bye, bye.